In diesem Video werde ich zeigen, wie man eine Katzenhütte erstellen kann. Und zwar, die ist für freilebende Katzen oder streunende Katzen gedacht. Und sie lässt sich ganz einfach, allerdings braucht das schon Zeit. Also ich habe dafür etwa 3 bis 4 Stunden gebraucht. Es ist viel Kleben, man braucht viel Klebeband und man braucht auch Styropor. Ja, am Anfang braucht man so einen Umzugskarton. Und was man macht diesen Karton auf und verklebt alle Seiten bis auf die Vorderseite, bis auf eine Seite. Und dann sieht das dann ungefähr so aus. Ja, ich habe also der Karton ist so komplett zugeklebt, von außen und von innen. Und nur die Vorderseite ist offen. Jetzt da die Katze wird dann so reinkommen. Und für die Katze habe ich dann einen zweiten Karton. Das ist quasi, wenn man will, das Bett der Katze. Und das Ganze wird jetzt mit Stroh gefüllt. Ja, dann sieht das am Endeffekt so aus. Ja, das ist der Karton. Ich habe, das ist jetzt ein zweites Bild oder eine zweite Hütte, die ich da damals gebaut habe. Und das Stroh ist hier voll. Ich habe dieses Loch, macht man dann mit der Hand auf. Und ich habe probiert, überall Stroh zu legen. Das ist dann erstens wärmer und auch viel komfortabler als auf einem puren Karton. So, jetzt ist das erledigt. Jetzt der nächste Schritt wäre dann, den Karton von vorne zu schließen, also zu verkleben. Ja? Dann nimmt man so ein Stück Karton und verklebt das dann zu und macht dann ein Loch von ca. 20 x 20 cm, damit jede Katze, egal wie groß, rein und rauskommen kann. Und ich habe es gesehen, also selbst die dicksten Katzen kommen durch so ein 20 x 20 cm Loch rein und raus, ohne Probleme. So, jetzt ist die Hütte eigentlich fertig, jetzt kommt nur noch der Schutz draußen und das erste kommt Styropor. Ich habe das dickste Styropor damals geholt und ich habe dann 2 Schichten gemacht. Ja, so sieht das dann aus, nachdem ich ein Styropor, das ist wo die größte Arbeit ist, den ganzen Styropor ringsherum zu verkleben und hier gerade hier an solche Ecken zu schneiden. Und man sieht hier, ich habe zwei Lagen Styropor, die erste Lage hier und dann habe ich noch eine zweite Lage Styropor obendrauf. Ja, und dann, nachdem der Styropor drauf ist, habe ich dann so eine Malerfolie um die ganze Hütte gewickelt und auch verklebt. Die Folie schützt die Hütte gegen Nässe und auch das Klebeband, mit dem man den ganzen Styropor und dem Styropor selbst wird dann geschützt von Kratzer oder von Nässe und so weiter. Deswegen eine Folie rings um die Hütte ist sehr empfehlenswert. Sie lässt viel Dreck und so bleibt an der Folie und die Hütte bleibt eigentlich sehr, sehr sauber. Jetzt der letzte Schritt ist dann hier, dieser Bereich hier am Eingang habe ich dann auch noch, muss man auch noch schützen, weil mit der Zeit würden hier viele Styroporteile wegfliegen, auch wenn die Katzen da rumkratzen und so weiter. Und deswegen habe ich das so gemacht. Achso, hier sieht man es noch gar nicht. Ich glaube, hier ist das Bild. Ja, hier sieht man es. Ich habe das dann total von jeder Seite verklebt. Und so sieht das dann aus. Ja? Ich habe es dann mit der Hand oder mit der Faust, kann man dann den Stroh ein bisschen anders gestalten oder ein bisschen zusammendrücken, dass eine Katze reinpasst. Aber eigentlich war das eine gute Hütte und das wurde auch von 2 Katzen benutzt. Und so sieht die dann im Endeffekt aus. Ja? So Hütten würde ich im Freien, wenn man solche Hütten im Freien legt, da wird keine Katze reingehen. Am besten man legt solche Hütten in Maschinenlager, wo normalerweise Mähdrescher oder Bulldogge, gerade für den Winter, oder in Scheunen. Da sind die dann ideal. Ich habe 2 oder 3 solche Hütten gebaut damals und ich habe sie dann, da war so eine Scheune und sie hatte so ein oberer Stockwerk und da habe ich diese Hütten gelegt. Da waren die Katzen geschützt durch die Höhe und dann hatten sie diesen Wärmeschutz durch diese Hütten. Ja. Der Nachteil, warum solche Hütten im Freien nicht funktionieren, weil sie haben nur einen Ausgang und ich glaube, dass keine Katze da reingehen würde, wo sie keinen anderen Ausgang hat.